Hallo und herzlich willkommen zum PlayStation 3 Raw Elimination Chamber Match. Jetzt musste ich auch echt kurz überlegen. Ja, auch dieses Match konnte leider nicht gespielt werden. Deshalb hier wieder die komplette Simulation. Alles sind computergesteuerte Gegner. Und wir haben hier Big Show und Kane, die dieses Match eröffnen. Ich mache mal den Ton noch ein Stück lauter. WWE 13 ist wirklich sehr laut. Also ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass es echt manchmal dich anschreit wie nichts Blödes. Aber gut, kann man nichts machen. So, also im Ring beginnen Kampfweltmeister mit Big Show. Und jetzt ist meine Liste weg. Super. Vorbereitet ist nix. Moment. Und hier ein schöner Running DDT von Kane. Also, Big Show ist Kampfweltmeister und Kane ist Bro Black. So, sind wir doch dran. Und hier kommt der nächste, Daniel Bryan. Daniel Bryan ist... okay. Das ist jetzt eine gute Frage. Weil es auf der Matchcard in der falschen Reihenfolge steht, meine Freunde. Ich sage jetzt einfach mal Thunfischkopf. Nee. Nee, steht doch richtig. Ja, dann Thunfischkopf. Entschuldigung, steht richtig. Genau. Dann sind wir ja mal gespannt, ob wir hier ähnlich Lustiges erwarten können wie im SmackDown Elimination Chamber Match. Die Leute haben mich dann immer mal gefragt, hier, warum wurde das jetzt gewertet? Problem ist ganz einfach nur, hätte ich das jetzt nochmal simuliert und hätte nochmal angefangen, das alles zu labern und so weiter, was wäre denn passiert? Genau das Gleiche. Und dann hätte ich es wieder angefangen zu simulieren. Hier kommt der nächste, The Cock. Wird gespielt von Great One. Und ich hätte das wahrscheinlich hier fünfmal simulieren können und das wäre vielleicht immer wieder passiert. Und ja, so viel Zeit habe ich nun auch nicht für sowas. Ah, das teilt sich hier gerade ganz schön gut auf. Big Show gegen The Cock und... Daniel Bryan gegen seinen WWE Tag Team Partner Kane, der hier mit der Crossline leider daneben läuft. Aber die Crossline von The Cock trifft hier voll in den Rücken von The Fig Show. Und hier kommt schon der nächste und Danny Bryan mit einem Neckbreaker. Hier kommt unser GWA Champion Damien Sandow, gespielt von Dolph Ziggler 6000. Hat ja wirklich keinen schlechten Run gehabt, wenn man überlegt, dass Dolph Ziggler, dass Damien Sandow eigentlich erst seit Januar bei uns spielbar ist durch diese DLCs. Ja, und dann jetzt schon hier im Ende Februar als GWR-Champion in den Chamber eingeht, ist natürlich wirklich eine Leistung. Und was macht Kane hier? Boah, elfengleich kontert hier Big Show Kanes Powerbomb aus. Und ein Hurricane Runner von... Daniel Bryan. Und Daniel Bryan rollt hier Big Show ein, aber das wird noch nicht. Und hier kommt der nächste und letzte. Cody Rhodes. Cody Rhodes wird gespielt von, jetzt muss ich auch wieder gucken, Airborne. Ah, ich weiß es. Und Cody Rhodes steht hier gerade so ein bisschen nur rum, weiß nicht so richtig, was er zu tun hat. Kümmert sich jetzt um Kane. Geht gleich auf die Beine, ist vielleicht bei so einem großen Superstar gar nicht das Verkehrteste. Alle sechs Mann sind drin. Bis jetzt hatten wir, das ist ja nun das letzte Chamber Match, was hier, ich sag mal, gespielt wird.
Und bis jetzt war wirklich überall ein Titelwechsel mit dabei. Also die Chamber Matches in der GWA sind wirklich immer sehr, sehr vielversprechend. Man muss natürlich auch mal dazu sagen, dass... Okay, ein Pin und zwei Submission Moves wird Kane hier abklatschen. Nach dem Figure 4 Leg Lock von Cody Rhodes. Der zieht hier wirklich noch voll durch. Und ein Spear von The Big Show gegen Daniel Bryan. Kane klopft ab. Kane klopft ab gegen Cody Rhodes hier im Elimination Chamber Match. Das ist ja ganz schön hart. Ja, was ich sagen wollte, dass wirklich alle Titel gewechselt wurden. Also das ist hier wirklich eine große Leistung. Und da lobe ich mir auch wirklich die Xbox Liga, denn in der Xbox Liga wurden beide Chamber Matches gespielt, wirklich gespielt und mussten nicht simuliert werden. Also großes Lob an die Xboxler. Klar gab es hier auch ein paar Problemchen, aber ja, es ist ja doch immer besser, wenn es gespielt wird und ich das nicht simulieren muss. Aber das macht hier ja gerade die Spannung aus. Weil hier kann einfach passieren. Hier kann alles passieren. Keiner kann hier wirklich sagen, okay, ich bin sicher, ich habe The Cock, ich bin hier Nummer 1. Hier bleibt alles offen. Und hier wird Daniel Bryan gepinnt von The Rock, aber auch das geht hier noch nicht durch. Du musst hier wirklich schon. Oh, und der Spinebuster gegen The Big Show, aber Daniel Bryan hebt sofort wieder Big Show auf und gibt ihn einen Neckbreaker. Jetzt könnte ja The Rock rein theoretisch zum People's Elbow ansetzen, aber er macht's nicht. Dafür ein Irish Whip in die Ecke. Aber Big Show lässt sich das natürlich nicht gefallen. Danny Bryan haut sich wieder hier dazwischen, obwohl Cody Rhodes gerade zum Crossroads ansetzen wollte. Das geht hier ja wirklich schon wieder in die heiße Phase über. Und schöner German Suplex von Daniel Bryan. Und jetzt probiert hier Daniel Bryan The Rock zum Aufgeben zu zwingen. Und Platzwunde gegen den Champion. Und hier gibt es noch einen Pin von Cody Rhodes, aber der geht nicht durch. Wird The Rock hier aufgeben müssen? Daniel Bryan zieht ja wirklich ganz schön an. Nein, The Rock kann sich hier rausdrehen. Und Daniel Bryan kassiert Eintritt gegen den Kopf. Nicht schlecht, meine Freunde. Hier der Pin gegen Cody Rhodes, aber auch das geht nicht durch. Der Champion hier also weiterhin in Gefahr von... Und hier kommt der Chokeslam gegen The Rock von The Big Show. Und der Pin hinterher, wird es das gewesen sein für The Great One? Nein, das war es noch nicht. The Rock kommt hier raus, kann sich befreien. Und hier ein weiterer Pin-Versuch gegen Cody Rhodes, aber auch der kommt hier immer wieder raus. Jetzt gegen Daniel Bryan und auch das wird nichts. Und Cody Rhodes versucht jetzt hier den Champion zur Aufgabe zu zwingen. Es geht um seinen Titel. The Rock wird hier wieder umgespeert und das war es auch noch nicht. Das war es hier wirklich auch noch nicht. Alle verziehen sich so ein bisschen. Cody Ro Damien Sandow ist raus. Okay. Ich hab's wieder nicht mitgekriegt. Dann hat er wahrscheinlich doch aufgegeben. Der Champion ist raus. Damien Sandow. Das heißt, auch hier sehen wir wieder einen neuen Champion. Und hier kommt der No-Lock von Daniel Bryan. Submission scheint hier wirklich ein gutes Thema zu sein. Aber The Rock befreit sich von The Big Show. Wird Cody Rhodes es auch schaffen? Nein, Cody Rhodes gibt auf. Und hier fliegt also der nächste raus. Big Show, Daniel Bryan und The Rock sind noch im Rennen. Und den Titel aber Big Show kontert hier The Rocks Move in der Ecke aus. Und hier, was macht denn Danny Bryan?
Wir haben einen erneuten Glitch in einem Chamber-Match. Daniel Bryan schwebt hier kurze Zeit. Ich drücke mal wieder nicht. Und, was ein schöner Suplex von The Rock. Eintritt von Daniel Bryan. Jetzt versuchen die beiden hier den Größten erstmal rauszuschmeißen. Und das war's für Big Show, ist auch raus. The Rock gegen Daniel Bryan um den GWA Championship. The Rock is the Great One. Und, also wird gespielt von Great One. Und hier Daniel Bryan versucht es nach einer Kickserie. Und das war's. Die Kicks waren dann doch zu viel gegen The Rock. Und wir haben einen neuen Champion, der da heißt... Schade, da doch, vielleicht sieht man ja noch, wie Damien Sandow rausgeflogen ist. Der hat wahrscheinlich den doch aufgegeben. Ja, Daniel Bryan hier. Thunfischkopf ist Daniel Bryan. Hier sieht man doch nochmal, wie Cody Rhodes hier unseren Champion zur Aufgabe zwingt. Und hier der No-Lock, keine Chance für Cody Rhodes irgendwas auszurichten. Und hier der Pin, der endgültige von Daniel Bryan. Thunfischkopf ist somit neuer GWA Champion. Daniel Bryan, herzlichen Glückwunsch. Schönes Match, viel Submission. Leider die letzten Pins nicht wirklich mit Finishern besät. Aber das kann man von computergesteuerten Gegnern leider nicht erwarten. Jedenfalls haben wir hier einen neuen Champion. Dann war es das von mir. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag.